Also, wer sind wir? Wer sind wir? Ich denke doch Sidesteps, oder? Sidesteps, genau. Wir sind Sidesteps. 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 Wo kommen wir her? Heidelberg. Mannheim. Weiß jetzt gerade nicht so genau. Ja, so in der aus dem Wald. Aus dem Wald, ich komme aus Ludwigshafen. Auch aus Mannheim. Ich bin der Gerd Bayer. Walter Dieterle, Franz Basler, Ottmar Brogain, Uli Wehrmann. Ich spiele die Tasten und so ähnliche Sachen. Ich bin an den Drums. Gesang, Akustikgitarre. Gitarre, tiefe Töne. Was für eine Art von Musik machen wir? Da fängt es jetzt an. Keine Ahnung. Alles. Keine Volksmusik. Es heißt Pop Jazz, Jazz Pop, Pop Jazz, ja, so irgendwas. Pop Jazz, Soul Funk, Latin. Blues. Blues. Wir haben hier einen Auftritt gehabt gestern Abend in der Kulturfachschule in Ulm. Fandst du es gut? Ich fand's super, klasse. Sehr toll, insbesondere so die Atmosphäre, nette Leute, sehr, sehr gute Leute auch an der Technik und wir sind gut versorgt worden, hatten eine schöne Wohnung, wo wir heute Nacht übernachtet haben. Sind traurig, dass das alles hier abgerissen wird, aber so ist es anscheinend. Finden die Initiative aber ganz toll, hier eben solche Locations zu besetzen oder beziehungsweise mit der Stadt und allen anderen Partnern das so zu vereinbaren, dass man das für künstlerische Sachen nutzen kann. Wir sind gerade durch so ein paar Ausstellungen hier durchgelaufen. Super, toll, schöne Sache. Hat Spaß gemacht. Ich fand's auch super. Ja, ganz toll. Super, ja. So, jetzt Jetzt wieder zur Band glaube ich. zurück. Wie lange gibt's uns schon als Band Sidesteps? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir sind im 14. Jahr. Stimmt das? Ich würde auch sagen 2000, ja genau, an das erinnere ich mich. Da gibt es auch ein Foto, wo wir möglicherweise sogar das erste Mal zusammen waren als in dieser Formation. Also allerdings, unser Gitarrist kam ein bisschen später, genau. Da gab es nochmal einen Wechsel zwischendurch, aber so in der Grundformation würde ich sagen 2000. Nein. Erste Mai 2000. Ich habe aber 1. einen Satz. Mai. 1. Mai Wieso 1. 2000. Mai? Habt ihr da. Weil es eine Veranstaltung war in Ach so. Ludwigshafen Mundenhof. Mundenheim. Mundenheim, sorry. Genau, stimmt. Genau, 1. Mai. Jazz, Frühschoppen, Ich 11 meine, es war Uhr. 99 gewesen, aber das ist jetzt natürlich auch der Erinnerung geschuldet. Keine Ahnung. Ein Jahr hoch, ein Jahr runter. Circa 15 Jahre. Also circa 15 Jahre sind alle sich einigermaßen einig. Ja, was gibt's noch für Fragen? Wir haben unser aktuelles Album dabei, Sidesteps. Das ist natürlich eine ganz, ganz tolle CD, die haben wir gestern Abend auch in Teilen vorgestellt. Es gab auch Gewinner, das heißt also, es war jemand, der spontan wusste, dass Track 7 so und so heißt. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Egal, auf jeden Fall. Klasse. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn das auch noch weiter Verbreitung findet, dieses Werk, was wir live eingespielt haben. Also ohne Overdubs und ähnlichem Tralala in 2 Tagen. Ja, und ansonsten freuen wir uns, dass wir jetzt hier in Ulm waren. Würden uns freuen, hier nochmal herzukommen. Gestern Abend war es schon okay besucht. Wir hätten uns ein paar Leute mehr gewünscht, aber es war schön. Und ja, das sind eigentlich so die Dinge, die anstehen. Am Ende des Jahres werden wir in Heidelberg im Jazzhaus eine kleine DVD produzieren, die dann auf den Markt kommt. Schaut mal in YouTube nach, was es so gibt. Da gibt es so ein paar Sachen, ein paar gute und ein paar nicht so toll. Ja, ansonsten stehen ein paar neue Stücke an. Wir werden weiter arbeiten, weiter Konzerte machen. Lieben die Musik. Ja, das ist eigentlich so, oder? Noch was Wichtiges? Vergessen? Nö, ein Gruß an Ulm.
Macht's gut und macht weiter so. Super. Tschüss. Ciao.